Vor ziemlich genau 4 Monaten wurde das Gastspiel des Zirkus Berlin hier in Lustenau unfreiwillig verlängert. In einem nahegelegenen Stall war ein Pferd erkrankt. Aufgrund der Seuchengefahr wurde ein Quarantänebereich eingerichtet und ein Mobilitätsverbot erlassen, sprich der Zirkus durfte nicht weg. Dies brachte den Zirkus in große finanzielle Schwierigkeiten, schließlich waren die Auftritte nicht möglich, gleichzeitig fielen halt die Kosten an, die Tiere wollten ja gefüttert werden. Die Gemeinde Lustenau sprang freiwillig ein und besorgte und finanzierte das Futter für die Tiere, während der Zirkus hier in Lustenau bleiben musste. Bürgermeister Kurt Fischer sieht das eher als eine Spende, aus purer Notwendigkeit, da der Zirkus nicht in der Lage war, die Kosten zu stemmen. Jetzt, am Mittwoch, dem 23. Oktober, ist der Zirkus weitergezogen, das Gastspiel in Lustenau zu Ende. Nun gastiert man in Dombien und in Lustenau ist man ehrlich gesagt auch froh, dass die Situation nun endlich aus der Welt geschafft wurde und, wie man sieht, der Zirkus den Platz auch in einem sehr guten Zustand hinterlassen hat.